Jo Freunde, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Streckenguide hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, denn heute gibt es hier die nächste Strecke für euch, die ich euch erklären möchte. Und zwar sind wir hier auf Catalunya unterwegs. Eine Strecke, ja, auf der ich hier und da so ein paar Probleme hatte, die ich auch erstmal selber trainieren musste, bis ich diese Rundenzeit hier zustande bekommen habe. Also ich werde euch gleich meine persönlich beste Runde hier zeigen. Die werden wir zusammen analysieren, uns die Bremspunkte anschauen, uns die Linien anschauen, die ich gewählt habe. Und dann könnt ihr euch hoffentlich hier und da was abschauen und eure Performance hier auf dieser Strecke verbessern. Und wenn ihr, sage ich mal, nichts mehr rund um diese ganzen Streckenguides, Tutorials und Simracing verpassen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr hier nichts mehr rund um Simracing. Ja, und ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich würde sagen, wir starten hier mal in unsere Hotlap auf Catalunya. Und hier sind wir ganz am Ende der Strecke. Wir müssen hier natürlich viel Schwung mitnehmen, weil wir haben ja eine sehr lange Start- und Zielgerade. Das werdet ihr hier jetzt auch sehen. Und da ist es essentiell, dass man wirklich sehr, sehr viel Schwung mitnimmt, weil sonst verlierst du hier schon die ersten Hundertstel oder Zehntel auf dieser langen Geraden, wenn du in deine Hotlap reinstartest. Und hier für die erste Bremszone positionieren wir uns sehr weit links, volle Streckenbreite mitnehmen. Bremsen hier bei dem 100-Meter-Schild ein paar Meter vorher und achtet auch unten immer auf die Bremse und aufs Gas, wie ich die Bremse löse, wie ich das Gas aufziehe. Hier schön eng halten, rechts auch ruhig über das Grüne drüber fahren und hier nicht zu weit links rüberkommen. Eingang hoch in den dritten schalten. Ja, damit ihr hier einen guten Winkel für diese langgezogene rechts habt. Hier müsst ihr nur einmal kurz lupfen und direkt wieder das Gas aufziehen. Schön eng halten und so früh aufs Gas, wie es nur geht, damit ihr hier den ganzen Schwung, die Kurvengeschwindigkeit mit rumnehmen könnt. Und dann positioniert ihr euch hier ganz links, bremst hier ziemlich genau bei dieser weißen Linie und ihr könnt euch da auch an diesem Schatten orientieren, der hier von der Brücke auf die Strecke geworfen wird, hier runter in den zweiten Gang. Schön mit Trailbraking in die Kurve reinbremsen und dann das Gas so früh es geht wieder aufziehen, versuchen die Kurve eng zu halten. Ja, und hier wieder voll raus beschleunigen und direkt nach rechts rüber positionieren. Für diese Linkskurve, die ist ein bisschen anspruchsvoller, denn die fällt leicht nach außen und geht leicht bergab. Hier runter in den ersten Gang und ihr seht's, ich habe hier sogar leicht den Scheitelpunkt verpasst, also da wäre vielleicht noch ein bisschen was drin gewesen. Volle Streckenbreite natürlich hier wieder ausnutzen, dann kurz durchbeschleunigen und hier für diese Links-Rechts-Passage anfangen zu bremsen bei diesem Curb hier rechts ungefähr. Und dann zwei Gänge runter hier in den zweiten Gang, hier links den Curb nur minimal mitnehmen, dafür hier diesen Curb kann man hier voll mitnehmen, da könnt ihr auch über das Grüne drüber fahren, aber nicht zu viel cutten, sonst ist die Runde ungültig. So, und hier einmal kurz die Bremse antippen, Eingang runter in den dritten Gang, in den Drehzahlbegrenzer kurz und da könnt ihr sehr, sehr schön hier reinlaufen lassen in diese Kurve. Aber auch hier am Exit aufpassen, nicht zu weit nach außen kommen, sonst ist die Runde auch wieder ungültig. So, jetzt wieder kurz durchbeschleunigen, jetzt geht es hier in den letzten Part der Strecke und er ist sehr, sehr anspruchsvoll. Hier bei dem 100-Meter-Schild wieder ungefähr bremsen, ein paar Meter eher und dann hier wieder ganz runter in den ersten Gang, links den Curb mitnehmen und achtet unten auf das Gas, hier auch schön früh wieder aufs Gas, aber hier auch wieder darauf achten, dass man nicht zu weit rauskommt. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. So, hier bleibe ich im zweiten Gang und langsam, langsam, langsam das Gas wieder aufziehen. Das ist wirklich eine sehr, sehr langgezogene Kurve, da braucht man Geduld, 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 bis man da wieder voll aufs Gas kann. Hier bin ich jetzt wieder voll auf dem Gas, nehme hier links auch wieder die volle Streckenbreite mit und jetzt ist es auch wieder sehr, sehr, sehr wichtig, hier diese Kurve eng zu halten und nicht zu weit nach links rüber zu kommen. Hier habe ich auch ein leichtes Übersteuern gehabt. So, sonst kommt ihr nämlich hier zu weit links rüber und dann ist der Winkel zu spitz für diese enge, enge Links-Rechts-Passage. Dann könnt ihr hier nicht so schnell reinlaufen lassen und verliert eine Menge Zeit. So, und ich kann hier schon wieder voll aufs Gas gehen im zweiten Gang. Nehme hier auch wieder die volle Streckenbreite mit und kann hier voll durch die letzte Kurve gehen. Ja, und das war meine bisher schnellste Runde hier auf Catalunya. Das war eine 1:42.426. Wie gesagt, nicht perfekt, aber ich denke mal, da wären noch hier und da so ein, zwei Zehntel drin gewesen. Und mit ganz viel Glück, mit ganz viel Übung, hätte ich vielleicht sogar die 42er-Marke geknackt und einen 41er irgendwie geschafft. Aber wir schauen uns jetzt nochmal hier ohne Unterbrechung die Runde an. Ich habe euch auch mal rechts oben die Runde nochmal von außen eingeblendet. Dann könnt ihr auch mal sehen, wo das Auto hier positioniert ist auf der Strecke. Dann habt ihr vielleicht nochmal ein besseres Gefühl, eine bessere Ansicht, wo man sich hier positionieren sollte und so weiter. Und ihr seht es hier, ja, wenn das Ganze flüssig aussieht, kann man sich da auch nochmal ein besseres Bild von machen. Deshalb mache ich das hier für euch, damit ihr das vielleicht hier nochmal besser erkennen könnt. Ja, aber wie gesagt, Freunde, das war auch eine Menge Übung.
Ich habe hier eine Menge Übung gebraucht bei dieser Strecke. Hab mir selbst hier und da Tutorials angeguckt von manchen E-Sportlern und so weiter. Hier bei dieser Linkskurve habt ihr gesehen, da hätte ich noch ein, zwei Meter Platz gehabt nach innen zum Scheitelpunkt. Und auch hier bei dieser Linkskurve jetzt, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen weiter nach innen gekonnt und hätte hier einen besseren Winkel gehabt, hätte ich mehr Schwung mit rumnehmen können. Aber das sind dann diese Feinheiten, die dir dann erst hinterher auffallen, beziehungsweise um die wirklich perfekte Runde hinzukriegen, ja, braucht es wirklich Geduld und viel, viel, viel Übung. Und die perfekte Runde gibt es ja meistens sowieso nicht. Ihr kennt das ja, Freunde. Man hat immer hier und da irgendwo was, wo man sich verbessern kann. So, hier die letzte Passage auf der Strecke. Das finde ich persönlich fast die anspruchsvollste Passage. Vor allem hier kannst du es dann nochmal richtig schön verkacken zum Schluss. Da habt ihr gesehen, ein kurzes Übersteuern hier mit dem Porsche. Da ist das Heck kurz unruhig geworden. Ja, und das war hier meine schnellste Runde auf Katalonia. Ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Däumchen da, Freunde. Und kommentiert ruhig fleißig. Also wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, die euch interessieren, was ich mal hier an Content noch bringen soll, wenn ihr Fragen habt, ja, zu dieser Hotlap oder zu generellen anderen Dingen um ACC, haut das alles in die Kommentare. Achso, und was ich noch kurz erwähnen wollte, ich kann hier leider nicht das Setup einblenden, denn ich nutze hier ein käuflich erworbenes Setup von der Coach Dave Academy. Und ja, wie gesagt, ich habe mir das käuflich erworben und deshalb kann ich das hier nicht einblenden. Ich weiß erstens nicht, wie das rein rechtlich aussieht und zweitens, ja, wenn sich andere Leute hier ein Setup erarbeiten und das irgendwo anbieten, dann möchte ich das hier nicht einfach so ohne die Zustimmung breit treten und habt da bitte Verständnis für. Wenn ich da irgendwie das Go kriegen würde, dann wäre das natürlich nochmal was anderes, aber ja, deshalb mache ich das hier nicht einfach. Ich kann euch nur eine Sache sagen, auch mit dem aggressiven Setup, zumindest auf den meisten Strecken, könnt ihr wirklich sehr, sehr schnell fahren. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe jetzt hier bei den meisten meiner Streckenguides immer das aggressive Setup genutzt und seitdem ich hier diese Setups von der Coach Dave Academy nutze, ja, bin ich vielleicht hier und da ein paar Zehntel schneller geworden, aber das könnt ihr euch auch erst zunutze machen, wenn ihr wirklich euer Fahrstil, eure Bremspunkte, eure Linien wirklich so weit perfektioniert habt, dass ihr diesen Mehrwert von einem guten Setup nutzen könnt. Es bringt jetzt nichts, wenn ein Anfänger direkt sagt, ja, ich muss mir jetzt hier das beste Setup irgendwie erwerben, aber damit wird er auch nicht direkt viel schneller sein. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wie gesagt, wenn ihr da schon sehr, sehr, sehr gut mit dem aggressiven Setup am Limit unterwegs seid, dann kann euch das nochmal minimal schneller machen. Aber ansonsten könnt ihr auch mit dem aggressiven Setup größtenteils sehr, sehr schnell sein. Ja, Freunde, das wollte ich jetzt euch zum Schluss hier nochmal kurz mitgeben. Wie gesagt, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Checkt meine anderen Tutorials, meine anderen Streckenguides hier aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Lieben. Haut rein. Ciao. Ciao.